Ja, moin und willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind heute Pitbike fahren. Pitbike, was ist das? Ja, Pitbike sind diese kleinen Motorräder hier. Das sind keine Pocketbikes, die sind ein bisschen größer. Die haben 12 Zoll große Räder, so ähnlich wie so ein Roller. Haben auch ungefähr die Größe von einem Roller. Pitbikes. Ich wollte euch in diesem Video mal so das Pitbike-Fahren ein bisschen näher bringen. Was das überhaupt ist, was kostet das, und es wird in Zukunft auch natürlich noch öfter was dazu auf meinem Kanal hier geben, weil wir sehr, sehr häufig unterwegs sind zum Pitbike-Fahren. Hier hätten wir das Bike meiner Tochter, das ist eine IMR 90. Die hat eine Halbautomatik, das bedeutet keine Kupplung und ist für Fahranfänger wirklich in Ordnung. Da kann man nicht viel mit verkehrt machen. Mein Bike ist auch eine IMR, die IMR 190. Hier ist allerdings ein neuer Motor verbaut, weil ich den vor 2 Wochen hier geschrottet habe. Das kann mal passieren, ist ärgerlich, kostet jetzt nicht so die Welt. Mit 600 Euro ist man bei einem neuen Motor. Den anderen werde ich aber wieder aufbauen. Aber quatschen kann man viel. Ich würde sagen, ich zeige euch erstmal ein paar Runden auf der Strecke und würde sagen, ab geht's. Mit was für Kosten muss man jetzt beim Pitbike-Fahren rechnen? So ein Bike kriegt man für ungefähr 2.500 bis 3.500 neu, je nach Ausstattung natürlich. Das ist wieder völlig individuell. Ich konnte die vor ein paar Jahren noch in Spanien bestellen, da war es ein bisschen günstiger, aber an die Preise kommt man heute leider nicht mehr dran. Wenn ich mir jetzt noch mal ein Pitbike holen würde, würde ich mir den 155er Motor wahrscheinlich holen, weil der einfach am standfesten sein soll. Da macht der Kickstarter auch nicht solche Probleme wie bei der 190er. Hier war das nämlich letzte Woche der Fall. Ich habe den Kickstarter wieder montiert, was man eigentlich nicht machen soll, aber sie wollte einfach nicht anspringen und somit ist dann die Getriebeausgangswelle gerissen und ja, Motorschrott. Sämtliche Ersatzteile kann man eigentlich alles in China bestellen, AliExpress, Wish mit Sicherheit auch. Kostet alles nicht die Welt. Neues Getriebe kostet 50, 60 Euro. Zylinderkopf, ja, bis auch bei 100 bis maximal 150 dabei. Also das hält sich alles noch irgendwie im Rahmen. Wenn ihr jetzt Bock habt, auch Pitbike zu fahren, könnt ihr mal vielleicht mal bei Facebook in diversen Rennsport-Pitbike-Gruppen nachschauen, ob das vielleicht was für euch ist. Ansonsten kann ich euch sagen, ich habe die blind gekauft und es macht einfach einen Riesenspaß damit zu fahren. Ich liste euch jetzt noch einmal ganz kurz auf, mit welchen Kosten ihr ungefähr rechnen müsst, wenn ihr auch Pitbike fahren wollt. Also ihr braucht natürlich erstmal ein Bike. Das kriegt man so gebraucht für 1,5 bis 2,5. Also das muss man auf jeden Fall schon ausgeben. Da gibt es ein paar Hersteller, IMR, YCF, MIR. Also das sind so Hersteller, da kriegt man auf jeden Fall auch Ersatzteile für. Dann braucht ihr natürlich noch eine Schutzausrüstung, Lederkombi. Kann man aber auch gebraucht teilweise für um die 100 Euro bekommen. Muss ja nicht immer die neueste sein. Dann braucht ihr natürlich noch Helm und Handschuhe. Bei Helm würde ich sogar einen Crosshelm empfehlen, weil man da einfach besser atmen kann. Ich benutze meinen alten Integralhelm, aber mit einem Crosshelm hast du einfach viel mehr Luft. Natürlich, vernünftige Handschuhe, vernünftige Stiefel, das alles, was man zum Motorradfahren braucht, solltet ihr auch haben. Bei einer gebrauchten Lederkombi rechnen wir mal 100, 150 Euro. Einen Helm solltet ihr mindestens auch 100 bis 150 ausgeben. Ihr braucht ja nicht den besten und teuersten Helm. Denn beim Pitbike-Fahren fällt man auch öfter mal auf die Schnauze und ja, dann wäre es halt schade um den teuren Helm. Dann benötigt ihr natürlich noch ein Auto, einen Transporter, einen Anhänger, weil irgendwie müsst ihr das Bike ja zur Rennstrecke bekommen. Vielleicht habt ihr aber auch Freunde, die das haben. Also da muss man auf jeden Fall mal schauen, wie man das macht. Dann kommen natürlich noch ein paar andere Verschleißteile dazu. Ihr braucht auf jeden Fall einen Benzinkanister, weil ihr müsst ein bisschen Sprit mitnehmen. Ihr braucht so eine Umweltmatte, die kostet 30, 40 Euro bei 24MX zum Beispiel. Und es empfiehlt sich auf jeden Fall auch, noch mal einen Gas- und Kupplungszug als Ersatzteil mitzunehmen. Ist blöd, wenn man auf der Strecke ist, der Gaszug reißt, ja, und man es halt nicht reparieren kann. Das kann man sich aber alles bei AliExpress ordern. Da ist man mit 50 Euro sehr gut dabei und kann eventuell auch mal anderen Leuten auf der Rennstrecke aushelfen. Vielleicht sollte man auch ein bisschen schrauben können, weil man sollte hin und wieder mal die Ventile einstellen und kontrollieren. Und das ist gar nicht so ein wildes Thema.
Da gibt es genügend Tutorials hier auf YouTube und ja, ich habe das damit auch hinbekommen und ich habe das nicht gelernt. Also wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Das war jetzt so ein kleiner Input, was Pitbike-Fahren angeht. Was kostet so ein Tag Pitbike-Fahren? Ja, das ist auch ganz unterschiedlich. Hier in Vlederfehn ist man mit 32,50 am Tag dabei. Andere Strecken kosten ähnlich. Oschersleben, soweit ich weiß, da ist man mit knapp 90 Euro dabei. Ich will jetzt aber keine Falschinformationen sagen. Aber das wäre jetzt der Aufruf an euch, das mal in die Kommentare zu hauen, wo ihr denn Pitbike fahrt und was da der Tag Pitbike fahren so kostet. Ich persönlich finde das auf jeden Fall eine gute Alternative zum normalen Motorradfahren. Ich habe hier heute auch jemanden kennengelernt, der hat gar keinen Motorradführerschein. Der fährt damit einfach so, weil er Bock hat. Ja, das ist der nächste Vorteil. Zum Pitbike fahren benötigt man keinen Führerschein. Das Einzige, was man wissen muss, ist ein bisschen Flaggenkunde, aber das ist in 5 Minuten gelernt. Ich habe mit Sicherheit noch ganz viele weitere Sachen vergessen zu erwähnen. Wenn ihr aber Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Die Fragen kann ich euch dann in einem anderen Video gern beantworten. Damit ihr das nicht verpasst, lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da für den Algorithmus. Und dann wird es hier in Zukunft auf jeden Fall noch ein bisschen Pitbike-Content geben. Für mich ist das Video nun zu Ende. Ich werde mich jetzt für den nächsten Turn vorbereiten. Ich werde noch ein paar Runden fahren und hier nochmal ein kleiner Einblick an euch. Also bis denn!